einem reichen Manne wurde seine Frau krank, und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: Liebes Kind, bleibe fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein. Darauf tat sie die Augen, um zu verschieben. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab. Und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabzogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau. Dann heiratete der Vater eine andere Frau. Die Frau hatte auch zwei Töchter, Anastasia und Jasmin. Und die Mutter hieß Sabina. Und sie haben Aschenputtel, als der Vater immer arbeiten gegangen ist, haben sie Aschenputtel als Dienerin so erzogen, als ob sie eine Dienerin wäre. Es war so schlimm für sie, ein Riesenhaus zu putzen. Und doch, dann nachher, in dieser Stadt, gab es einen Prinz. Und der Prinz hatte vor, einen Ball zu machen, ein Fest. Und wo alle ganz herzlich eingeladen waren. Und natürlich wollte Aschenputtel auch dorthin. Aber die Mutter lieber gesagt, und die Geschwister haben es ihr nicht erlaubt. Und der Vater wurde später mal tot, und dann blieben sie nur noch zu viert. Und die Mutter hat es ihnen nie erlaubt, irgendwo rauszugehen, schöne Kleider zu kriegen, kaufen. Und als sie mal raus war und sie hatte nur ein einziges schönes Kleid. Und das Kleid hat ihr die Schwester weggenommen, zerrissen und ihr die ganzen Ketten, Schmuck abgenommen. Und da blieb sie und hat die Mutter ihr ganz was Altes und mit ganz was Altes, Grünes und Graues, Kaputtes gegeben zum Anziehen. Sie hat alles bedient. Also die Geschwister, die waren so gemein, dass sie gesagt haben, dass sie die ganze Zeit reingelogen haben. Zum Beispiel, sie möchten jetzt ins Ball und die Aschenputtel haben sie auch erstmal erlaubt. Die 300 Bohnen zählt, die schlimmen rausnimmst und alle die 300 Bohnen einzeln zählt, dann darfst du erst mit im Ball. Dann hat sie das wirklich echt gedacht und sie werden sie mitnehmen, aber dann hat es nicht geklappt. Sie haben gesagt, nee, du bleibst jetzt hier sitzen und wir gehen jetzt zum Ball, denn du musst noch kochen, das meinten sie. Und danach, als sie alleine zu Hause war, in ihrer Grabkammer, also in ihrer Kammer, ihren Aschenkammer, war sie ganz alleine. Und sie ist immer zu ihrer Mutter gegangen und danach ist sie wieder zurückgekommen. Da hat sie in der Aschenkammer sind Vögel gekommen, und zwar 7 Stück. Und die Vögel haben ihr ein Kleid mitgebracht. Und dann kam eine Fee und die hat ihr eine Kutsche verwandelt mit einem Diener und mit alles. Und danach hat die Fee gesagt, du darfst nur bis um Mitternacht, Punkt Mitternacht, 12 Uhr, sonst wird das ganze Zauber wieder normal. Dann hat sie sich sehr gefreut. Und doch, als sie zum Ball gegangen ist zum Tanzen, hat keiner sie erkannt. Und der Prinz wollte unbedingt mit ihr tanzen, weil sie die Hübscheste im ganzen Ball war. Und da war es schon 5 vor 12. Und da musste sie sich sofort zum Weg machen. Doch der Prinz wollte unbedingt wissen, wie sie heißt. Und hat sie nicht gesagt. Sonst würde der Prinz immer Werbung schreiben und sagen, such das Mädchen und so, ich möchte mit ihr heiraten. Denn dann würde die Mutter ihr noch was Schlimmeres tun, deswegen. Und sie hat dann, also sie ist dann, als sie nach Hause kam, hat sie einen Schuh verloren, einen von diesen silbernen Schuhen. Und durch Glasschuhe.
Und danach hat es der Prinz gefunden, hat gesagt, das gehört demjenigen, den ich eigentlich heiraten wollte. Dann hat er nochmal ein Fest gemacht, wo alle wieder herzlich eingeladen waren. Und jede Frau müsste diesen Schuh passen. Wem dieses Schuh gepasst hat, sollte mit ihm heiraten. Da befahl er das, so ein Fest zu machen. Dann machte er das auch und jeder war dran. Und die beiden Schwestern haben sich richtig gezankt. Anastasia war es zu klein und Jasmin war es zu groß. Aber natürlich hatte Jasmin die Möglichkeit, ihren Fuß in diesen Schuh reinzuquetschen. Aber auf einmal wurde das zerbrochen, dieses Schuh. Da hat er wieder das trotzdem zugeklebt. Und danach, eines Tages, ist mein Aschenputtel gekommen und hat gesagt, dieses Schuh gehört mir, ich werde es probieren und es passt mir auch. Und danach hat er gesagt, du doch nicht, weil er hat sie nicht wiedererkannt, weil sie mit so einem Kleidern, schlimmen, so dreckigen Kleidern und so war. Doch da hat es doch gepasst und Aschenputtel hat richtig gepasst. Der Prinz hat gesagt, du bist doch derjenige. Wir werden jetzt heiraten. Doch da hat Aschenputtel alles erzählt, was sie für ein Leben führt. Und da meinte er, das musst du nicht immer lang, das wird nicht mehr lange so bleiben. Danach hatte sie die beste Chance sie hatte sehr schöne Kleider. Sie wohnte ab jetzt in einem Schloss. Die haben zusammen geheiratet und Aschenputtel war sehr glücklich und die Mutter. Und sie war natürlich auch jeden Tag bei ihrer Mutter im Grab.